Oh. Hi. Oh, Salute. Richtig geil. Gestern schönes Video gemacht, das übrigens gerade auf YouTube in Bearbeitung ist. Hau ich nachher gleich raus. Und heute kann ich oder darf ich schon wieder ein Video machen. Und zwar ein Auspackerl-Video. Zwei Pakete haben mich erreicht. Und ja, ich würde mal sagen, die schauen wir uns jetzt mal näher an. Wollt ihr das sehen? Ich glaube schon. Und gehen wir rüber, fangen wir das Auspacken an. Jeha! Das Paket kommt definitiv aus El Paso. Und das Paket ist das angekündigte von Martin. Was er in, ja, im Live-Video auch schon geschrieben hat, dass ich ein Paket von ihm bekomme. Und da freue ich mich mal richtig drauf. Was in dem El Paso-Paket drin ist, das kann ich mir schon vorstellen. Da werden wahrscheinlich noch mehrere diese Woche oder am Wochenende Pakete bekommen. Gehe ich mal davon aus, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich schaue mir erst ins Mexiko-Paket rein. Und dann machen wir das untere auf. Da freue ich mich mal richtig drauf. Weil da habe ich absolut keinen blassen Schimmer, was da drin sein könnte. Lass uns überraschen. Leg mal los. Am liebsten. Fuck! Oh, oh, ich muss sterben! Ah! Oh! Wow! Oh, das habe ich auch noch nicht geschafft. Ich habe das Messer so in der Hand gehabt, wollte es gerade hochziehen und habe mir irgendwie mit der Kante hier reingeschnitten. Ja, leck mich am Ärmel. Ja, kurze Unterbrechung. Da bin ich wieder frisch verarztet von mir selber und so war das. Ja, genau, und da habe ich hier irgendwie, naja, egal. Am liebsten würde ich ja jetzt voll hier reinhacken, aber da ich ja nicht hundertprozentig weiß, was da drin ist, ob da nicht irgendwas kaputt gehen kann, schneide ich das mal doch etwas vorsichtiger auf. Ja doch, ich hätte reinhämmern können. So. Oh, was kommt da raus? Was kommt da raus? Ja. Ein guter alter 80er Jahre Flaschenöffner von der Grill Show, wohlgemerkt. Ey, da muss ich ja schon fast die Brille aufsetzen, um das lesen zu können. Also das hätte ein bisschen größer sein können. Aber schönes Teil, schön retro, sehr gut. Tja Leute. Und die meisten werden das jetzt schon erahnen, was hier drin ist. Na, was ist das? Richtig, das Grillshow Barbecue Kreuz. Tja, dann würde ich mal sagen, das probieren wir auch die Tage aus. Auf der Weberkugel natürlich. Und dann tun wir da drauf vielleicht was topfen oder. Naja, wir werden sehen, was wir damit anstellen. Vielen Dank, dass ihr auch an mich gedacht habt. Ich habe hier übrigens immer noch so eine überflüssige Weberkugel rumstehen. Muss ich jetzt doch mal versteigern. Naja, gut. Okay, und jetzt kommt es zu dem anderen Paket. Hier freue ich mich jetzt richtig, richtig drauf. Da hat mich ja der Martin schon so neugierig drauf gemacht. Ich bin ja jetzt echt gespannt. Das ist das Schönste für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, als YouTuber. Fanpakete, wenn ich sowas kriege. So als kleine Wertschätzung und so. Es ist einfach geil. Juhu, ein Brief. So, den will ich euch natürlich vorlesen. So.
Hallo Grillschunky, ich verfolge nun schon seit 7 Jahren deine Videos. Wow, es ist ja fast schon von Anfang an. Und es freut mich, dass du weitermachst. Ja, mich freut es natürlich auch. Und dass dich das freut mich noch viel mehr. Lass die anderen reden, weil wenn jeder YouTube-Griller derselbe Typ wäre, würde es auch nicht passen. Richtig. Ich schaue viele Grillkanäle und ich muss sagen, deiner zählt bei mir zu einem von den Besten. Einfach, ehrlich, sympathisch. Und es wird alles gezeigt, auch wenn es mal nichts wird. Ganz genau. Das habe ich aber ganz von Anfang an schon gesagt. Im allerersten Video habe ich das schon gesagt, dass ich auch Sachen zeige, die nicht unbedingt glücken. Und warum? Um euch davor zu bewahren, denselben Fehler zu machen wie ich, dass ihr das auf Anhieb schafft. Ja. Und Schatzi, finde ich, gehört zu den Videos unbedingt dazu. Ohne ihr geht bei den Videos was ab. Dazu ohne ihr? Ja, ohne ihr geht bei den Videos was ab. Okay. Aus dem Grund habe ich mich entschlossen, dir ein Paket aus Österreich zukommen zu lassen. Sind ein paar Spezialitäten dabei. Die Schweinsmeisen werden bei uns normalerweise im heißen Wasser gekocht, aber gehen auch am Grill sehr gut. Was sind Schweinsmeisen? Lasst es euch gut schmecken. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Beste und mach einfach so weiter. Richte Schatzi und deiner Familie die besten Grüße aus Österreich aus. Viele Grüße, Martin. Richtig aus, das lasse ich sogar auf dem Tisch liegen, dass ich das selber noch lesen kann. Und jetzt machen wir mit dem Paket weiter. Und jetzt bin ich echt gespannt, was Schweinsmeisen sind. So, komm raus. Was sind Schweinsmeisen? Habe ich ja noch nie gehört. Und weit von Österreich war ja eigentlich früher nicht weg. Kaufbeuren Österreich waren 50, 60 Kilometer vielleicht. Naja. Geil! Original österreichisches Red Bull. Sehr geil. Oh, geil. Danke. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das schmeckt anders. Besser. Peppersweet mit feinsten Frischkäse. Okay. Schön. Ein Stück davon. Pikant. So. Ein Berner Würstel. Von Holzbauer. Ganz fein. Ganz fein. Käsequeiner. Österreichische. Wunderbar. Ha, mal einen anderen Senf. Original Kremser Senf. Habe ich noch nie gehört. Werden wir probieren. Sehr geil. Original Estragon-Senf. Ganz ehrlich, wie schmeckt Estragon? Kann ich mich jetzt gar nicht entsinnen. Würzig scharf. Da bin ich ja echt gespannt. Oh, Tiroler Bauchspeck. Bacon. Ich habe mich gerade verliebt. So. Und das sind die Schweinsmeisen. Zutaten: Rindfleisch und Schweinefleisch. Also vom Rindschwein auf alle Fälle schon mal. Wasser, Kochsalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Stabilisator. Ja, das Übliche halt. Aber das habe ich auch noch nicht gehört. Schweinsmeisen.
Da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, Also wenn man die wirklich grillen kann, dann werde ich die grillen. Ja, was soll ich dazu sagen? Zu diesem wundervollen Paket. Vielen, vielen, vielen Dank, Martin. Das baue ich hier jetzt wunderschön auf und lasse es noch stehen, bis mein Schatz nachher heimkommt. Die darf das ruhig gleich sehen und begutachten, was wir Schönes bekommen haben. Weil sie ist ja Mittäter. So. Sehr, sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ach komm, käm noch mal auf mich. Tja, Freunde, es ist einfach immer wieder richtig, richtig schön, geil, sowas zum Auspacken. Und für mich persönlich ist es doch die Bestätigung, dass ich die Videos nicht ganz umsonst mache, dass sie ankommen, dass es wirkliche Fans gibt. Und genau das ist es, was ich auch gemeint habe. Lieber habe ich ein paar weniger Fans, aber dafür echte Fans. Tja, geil. Freut mich wirklich. Dann werden wir demnächst ja, irgendwas Leckeres aus den Zutaten basteln. Definitiv. Definitiv machen wir da was. Werde ich heute Abend mal mit Schatzi durchkauen. Wir haben noch vom letzten Video heute die Reste zum Essen und ja, morgen ist ja schon wieder Freitag, da werde ich mal was einfallen lassen, Freitag oder Samstag, lasst euch überraschen und wenn wir nur Würstchen grillen, ja, okay, das war unser kleines Ausbackerl-Video für heute und vielleicht mache ich ja morgen schon das nächste Video. Wer weiß, wir werden sehen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn es nur so ein kleines Ausbackerl-Video war. Ja, mit Verletzung passiert. Und ja. Ich werde jetzt langsam das Essen vorbereiten. Das von gestern nochmal. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, weil das wirklich verdammt lecker war. Und naja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Prösterchen.